Okay, beim Rausgehen stand da Videoinitialisierung fehlgeschlagen und musste das Spiel neu starten. Aber jetzt ist ja gut. Jetzt haben wir auch hier viele Heiltränke gefunden. Geben ihr noch zwei. Und schauen hier mal, ob wir einen neuen Zauber auswählen können. Einen Eisblock-Zauber. Der kostet aber mehr Mana. Wie viel kostet der? 72. 42 sogar nur. Dann probieren wir zwei von denen aus. Und schauen mal hier. Bei den Ringen. Nö. Könnten vielleicht mal eine Rüstung oder so gebrauchen. Einen Helm? Nö. Da gibt es nichts Gescheites. Schilde können wir nicht tragen. Ah, egal. Also, dann werden wir mal so einen benutzen. Ja, teleportieren ist nicht so wichtig. Ah, wir können es sogar so einsetzen. Okay. Ja, ich wusste nicht, dass das Zauber sind. Also müssen wir uns noch ein bisschen, wir müssen trainieren. Hier ist noch nicht der mit MF, der ist irgendwie so glänzend. Okay. Jetzt setzen wir den ein, gut. Dann probieren wir den mal aus. Ich hoffe, er verbraucht nicht zu viel Mana. Ich glaube, das ist nicht ein Einzelschuss. Er ist AOE. Ich weiß es nicht. Kann es also nicht sagen. So. Greetings. Are you here to use this? Jetzt werden wir hier mal schauen, ob es Gegner gibt. Ja, hier haben wir vier Gegner. Okay, das ist so ein Zauber, das ist nicht so schnell. Das gehen wir um. Und gehen wir wieder rein. Wir müssen noch ein bisschen leveln. Okay, die sind nicht mehr so schwer. Vielleicht sollten wir einfach ab dem ersten Portal weitermachen, aber ja, dann müssen wir nochmals stoppen. Spiel beenden. Naja, wir machen jetzt einfach so weiter. Heiltrank saufen. Wir leben doch schon noch recht gut hier. Okay. Prima. Ja, geht recht schnell. Aha, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gesundheitstrank. Hier können wir auch Gesundheitstränke farmen. Und hier ist ja die Brücke. Die kann man nur auf der anderen Seite aktivieren. Und hier drüben, hier muss irgendwo Tanzi sein. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Aber da kommen wir rein, wenn wir durch diese Mordenarmeen gegangen sind. Die ich zu schwer eingestuft habe noch. Ich hoffe nur, die Beschwörungen, die reißen was. Weil sonst wäre es ja wirklich zu schwer für einen Beschwörer. Ja,
haben wir Lederstiefel. Mana-Trank bitte. Bald haben wir ein Level Up. Bald. Müssen wir schauen, was die Deru tötet und was die Gegner droppen. Ja, du hast daneben getroffen. Aber ich habe getroffen danach. Und alle werden sich. Okay, Geschicklichkeit hast du bekommen. So, jetzt gehen wir weiter. Hier haben wir neue, die spawnen manchmal auch, aber sehr langsam. So. Der Hut ist bis hierhin, oder was ist das? Ah, jetzt ist es verschwunden. War wahrscheinlich der Hut, also der Fächer hinten, wo die Gegner hinter dem Kopf haben. So. Ja, Dungeon Siege 2 ist nicht zimperlich, es explodieren Gegner. Sie werden zerstückelt, verlieren die Köpfe. Aber es ist ja nicht schlimm. Ich habe mit 3 Jahren schon irgendwelche Horror-Games gespielt. Also damals war es ja noch nicht so Horror. Aber ja, das war 1990. Da gab es Pixel-Horror. Da gab es 5 Pixel vielleicht, die einen Zombie-Kopf darstellen oder so. Heute ist es natürlich viel brutaler, aber immer noch zu wenig brutal. Das macht halt natürlich viel Spaß, wenn ein Game mehr zu sehen ist. Auch nackte Weiber hätte ich gerne in Games, aber das ist ja in Amerika verboten. Dann wird es auch in Europa nicht so gerne gemacht. Ah, hier seid ihr ja. Ich habe ja gesagt, die Morden kann man auch noch töten. Wo man die Parole gegeben hat, bekommen hat. Und jetzt ist er da. Also sind wir da, jetzt können wir sie besiegen. So, noch ein bisschen Erfahrung, bitte. Aber wir können sie immer noch nicht beschwören. Wir müssen wahrscheinlich Naturmagie noch ein bisschen. Ah, jetzt! Jetzt können wir sie direkt beschwören, aber zuerst will ich sie noch ein bisschen verstärken. Das ist was? Gesundheit. Wir brauchen so schnell wie möglich hier Schaden. Und dann. Das brauchen wir nicht, Freundschaftsband. Also für später. Sie hat keine Mana-Tränke mehr. Darum bekommst du hier ein paar. Und jetzt beschwören wir mal einen. Sie kann es noch nicht beschwören. Sie muss noch das Level bekommen. So, konnte es sein, dass wir jetzt. Nein, nicht mal. Und wenn wir jetzt noch kurz warten und einen zweiten beschwören. Hier haben wir auch irgendwas Neues. Ah ja, der mysteriöse Gesang. Okay, wir sind hier. Wir sind im Norden Greylins. Mhm. Hier haben wir das Bestiarium. Okay. Okay, Dragobase kann nur ein Wesen gleichzeitig steuern. Und wie bekommen wir jetzt mehr? Irgendwie kann ich dann noch mehr einsetzen, aber ja, da muss ich dann vielleicht noch ein paar Levels haben oder so. Okay, das ist ein schneller. Der greift sehr schnell an. Also, er ist sehr schnell in der Bewegungsgeschwindigkeit. Und
später wieder teleportiert. Gut, dann haben wir schon mal einen Gehilfen mehr. Ob das so stark ist wie die anderen, weiß ich nicht. Ja, das war sehr amüsant. Zerfetzt sie bitte. Töten. Oh, wir haben einen einzigartigen Gegenstand gefunden. Und zwar Lederhandschuhe. Super. Das könnten wir gebrauchen. Und was ist es? Ein Dämmerungsband für Nahkampf. Oh, fügt 3 bis 5 Waffenschadenspunkte hinzu. Plus 20 fallen gelassenes Gold. Nicht schlecht. Super. Kommt mal schon mal gut. Ah, ich wollte schauen. Ah, da hier hinten ist noch einer. Haben wir hinten schon geschaut? Ist hier wirklich nichts? Hier könnte ein tiptop gutes Versteck sein. Aber nein, es ist nichts. Okay, dann schauen wir mal weiter. Okay, hier ist nichts. Ich weiß nicht, wie lange das hebt. Aber wenn wir das hier hin tun. Dann wird er ja automatisch die nachbeschwören. Und jetzt haben wir eine zweite Beschwörung. Haha, jetzt sind wir schon 4 Mitglieder. Sehr gut. Kommt mal mit, bitte. Jetzt haben wir eine gute, auch defensive Armee. Weil die können ja dann defensiv ein bisschen arbeiten. Ich hoffe, sie sind gute Blocker und sie blockieren die Gegner oder so, also provozieren sie ein bisschen. So. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder dort, wo wir angefangen haben, diesen, also den letzten Part. Und ja, wir können also jetzt weiter. Nochmals hier ein bisschen trainieren. Gut, Intelligenz haben wir bekommen. Jetzt sind wir noch intelligenter. Jetzt können wir ein Brot mit einem Brötchen unterscheiden. So, stark sind wir auch. Mana haben wir eigentlich auch recht viel. Sehr schön. Und es ist gut, dass es in diesem Game die Beschwörungen nicht Mana fressen wie die Wahnsinnigen. Und ja, wie bei Spellforce zum Beispiel Mana pro Sekunde fressen. Durchgehend. Das ist nämlich auch scheiße.
So, die haben wir besiegt. Es ist eigentlich jetzt schon fast zu leicht geworden durch die Beschwörung. Ich hoffe, die werden nicht noch leicht, also besser. Also schon besser, aber nicht allzu OP. Der ist immer hier scheinbar. Einen Silberring nehmen wir natürlich auch mit. So. Das größte Problem wird wahrscheinlich sein, wenn wir ganz viele Beschwörungen haben, dass wir nicht mehr durchlaufen können, weil immer die Beschwörungen den Weg blockieren oder so. Da müssen wir dann schauen, wie wir das machen. Aber eben, es ist eine Challenge, wir können sie auch abbrechen. Und dann halt, ja, etwas anders machen. Aber die Challenge, dass ich 100% machen werde, werde ich weiterhin machen. Und werde sie dann am Schluss, wenn es nicht zu langweilig ist, sie auch noch in anderen Kampfkünsten leveln. Schauen wir dann mal gut, also ja, wie gut das geht. Intelligenz. So. Jetzt sind wir gleich wieder dort und können weitermachen. Hier oben ist nichts. Hier waren doch die Kreaturen, die gefressen haben. Ne, scheinbar ist hier nichts. Okay, dann gehen wir doch mal weiter. Komm hier hin. Mana-Tränke mitnehmen, wichtig. So, seid ihr Riesenarmee. Unbedingt die Skills einsetzen, also die großen. Eine gewebte Kappe. Du kannst die gewebte Kappe doch tragen. Du hast ja noch nichts an. So. Oh. Das sind recht viele. Oh, der wurde nicht verlangsamt. Hat er gestunt, hier gesagt. So, gut, wir haben es geschafft. Sie hatten ein Level Up. Aber wir warten noch, bis wir auch ein Level Up haben. Machen es dann gemeinsam. So, und jetzt leider müssen wir nochmals einen Turm zerstören, aber wir gehen zuerst hier weiter. Und Dragobase hat alle Attributspunkte erhöht. Gut. Ist noch ein Gesundheitstrank. Weiter hochpushen. Sonst. Ja, nichts. Ah, hier ist die Brücke, die der Haku kaputt gemacht hat. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hat er sie noch? Nein, sie hat keinen.
Boom. Das ist der zweite, glaube ich. Der dritte. Ah, die machen 15 Schaden, ist trotzdem noch recht gut. Noch einen Gang nach unten. Dem Schild zufolge ist der Weg dann nach rechts. Durch den Baum geschossen. Ja, das könnt ihr nicht. Ihr könnt nicht durch den Baum schießen. Boah, hier sind noch die anderen Kreaturen. Haut nicht ab. Für Mana-Trank. Oh, jetzt können wir hier noch wieder Mana-Tränke gewinnen. Die können wir dann verkaufen. Einen Raptorenzahn nehmen wir natürlich mit. So, und gehen weiter. So, mal schauen, was wir noch hier finden. Also, es wird noch sehr viel passieren. Wir gehen noch zum zweiten Portal. Und dann beende ich wieder die Aufnahme. Zuerst kommt das. Oh, hier ist ein Maguar. Oh, die sind noch recht stark. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, da vorne ist gleich das Portal. Und gehen den Haku dann später befreien, wenn wir nochmals hier durchlaufen. Weil wir brauchen noch ein bisschen Erfahrung. Wäre nicht schlecht, weil jetzt wird es langsam recht schwer. Nicht mehr so zimperlich. Irgendwo hier muss doch das Portal der Wegpunkt sein. Ah, kommt doch das zuerst. Oh je. Also dann werde ich hier beenden, dann laufen wir einfach wieder hier hin. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Was hier unten passiert, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ob wir Tansy retten können, auch. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Drago Vasa. Bye.